Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man einen automatischen, also einen automatisch abdeckenden Pool mit Redstone baut in Minecraft. Eigentlich relativ einfach, relativ kostenmäßig teuer, was das ganze Redstone-Zeug betrifft, wenn ihr so eine Vanilla-Welt spielt, wo ich auch ehrlich gesagt mal wieder Bock drauf hätte. Wenn ihr so ein Projekt sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten zeige ich euch kurz, wie man so einen Pool baut. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt euch zum Beispiel einfach mal, wir brauchen mal kurz irgendein Haus, Boden, da, okay. Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Boden habt, dann müsst ihr auf jeden Fall, ich glaube, 7 in die Niedrige bauen. Dann wir gucken mal, ich glaube, oder waren es 5? Ich weiß es gar nicht. Also 3, 4, 5 machen wir erstmal. Und dann bauen wir hier diesen Boden rein und gucken mal, ob das die Höhe reich war. Ansonsten muss ich noch höher bauen. Also guckt euch erst nochmal das Tutorial an und beim zweiten Mal versucht das am besten nachzubauen. Setzen wir einfach mal hier so in der Mitte an. Wir machen den Pool mal. Ja, machen wir so auf die Breite. Dann setzen wir mal diese drei rein. Ne, warte mal. Dann machen wir nochmal einen breiter, damit es besser aufgeht. Damit es einfacher zu bauen ist. Je nach Größe wird es natürlich teurer. Machen wir hier eine Reihe hin und hier eine Reihe zum Beispiel. Das ist ein. Was ist das dann? Ein 6x6 Pool von der Größe her. Dann sind wir hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann bauen wir hier kurz rum, damit wir schon mal das Ding eingekesselt haben, wo wir dann drin bauen. Und ja, im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach, wenn man es weiß, wie. Bauen hier eine Reihe hin an Fackeln. Mit dem, wie lang der Pool ist, das haut schon mal perfekt hin. Dann setzt er bei jeder verdammten Fackel einen Block drauf. Da, 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 hoch. Und bei der auch noch. Klapp Handy, auf zu vibrieren. Dann setzt ihr hier wieder Fackeln drauf. Und hier nochmal an den Seitenfackeln dran. Machen wir übrigens gleich zwei Reihen davon. Damit es dann am Ende funktioniert. Da, 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 da. Genau, jetzt sind die alle aus. Und jetzt müssen wir aber, damit wir am Ende eine große Fläche damit hinbekommen, müssen wir hier überall noch Blöcke draufsetzen. Da einen bitte mal drauf und dort noch drauf. Okay, perfekt. Und zack, 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 zack. Die sind auch noch befüllt. Und auf, genau, ich müsste von der Höhe sogar perfekt gebaut haben. Jetzt kommt hier bei Sticky Pistons drauf, damit er wirklich auch funktioniert. Sticky Pistons. Und ja. Warte mal. Die Reihe auch noch. Das ist leider ein bisschen scheiße zu treffen. Dann setzt ihr euren Boden, euer Bodenmaterial, wie das hier zum Beispiel. So gesehen könnt ihr einen versteckten Pool bauen. Passt versteckt zumindest. Und einen kleinen Nachteil gibt es danach. Den müsst ihr dann beim Bauen einberechnen. Ich roll jetzt erstmal ab. Bauen jetzt erstmal noch die zweite Reihe hin. So, ab diesem Punkt habt ihr dann auf jeden Fall schon mal eure Fläche fertig. Da können wir die beiden hier wegnehmen. Wir machen uns eine, ja, erstmal hier für eine kleine Mauer hin, würde ich sagen. Damit am Ende dort der Button hinkommen kann. Denn irgendwie müsst ihr das Redstone-Signal, damit ihr Knopf drücken könnt, damit das angeht. Beziehungsweise, ich würde eher einen Hebel empfehlen, ne? Sonst geht's ja gleich aus. Und dann müssen wir aber auf jeden Fall noch Repeater verlegen. Nee, ups. Ich möchte kurz korrigieren. Ihr müsst es eins weiter unten ansetzen, die Repeater. Repeater müssen eins weiter unten eingesetzt werden. Das heißt, die Fackeln. So gesehen könnt ihr euch eigentlich, wenn ihr wollt, theoretisch, auch zwei Reihen, also hier sechs Blöcke tief bauen, aber ist dann nicht ganz notwendig für den Anfang. Je nachdem, ob ihr dann diese eine Reihe wieder hinsetzen wollt. Jetzt auf jeden Fall hier das Redstone hin. Ich entschuldige mich wirklich, ne? Aber das, ich hab's, ist ewig, als ich gebaut habe, bloß ein Mini vorhin nochmal kurz probiert wegen der Höhe. Und ja. Auf jeden Fall, da das Redstone-Signal an diesem Block eingesetzt wird, powert das auch das Redstone weiter. Und ja, dann legt ihr einfach nur noch eine kleine Schnur nach oben. Sagen wir mal so. Da, da, da. Huch. Bitte höhenmäßig, brauche ich mehr. Und setzt euch das Signal dann hier hoch. Ich mache mal eins weiter, denn ich setze, glaube ich, mal einfach einen Verstärker rein. Nach dem Ende. Das ist hier ein Repeater gleich. Damit es etwas verstärkt wird. Und genau, das Signal muss ja runtergehen. Und genau, da sind wir. Ich weiß nicht, ob das von der Länge hinhaut. Das müssen wir gleich sehen. Das habe ich gerade nicht nachgezählt. Mal gucken. Und dann brauchen wir noch einen Hebel, also einen Lever. Ne? Und welche Höhe sind wir? Die Höhe sind wir. Okay. Dann könnt ihr euch allerdings auch schon mal in den Pool wirklich, ne, damit am Ende funktioniert, müssen wir ja Wasser reinlassen. Das ist so ein bisschen
irgendwie muss es ja funktionieren. Du musst dich, in dem Fall mache ich es jetzt mal so, normalerweise wäre es praktisch, wenn ihr von allen Seiten jeweils diese Reihe mit Wasser habt, Vorsicht, und drunter, dass nichts wegläuft und die Schaltung kaputt macht, dann müsst ihr echt aufpassen, dass ihr an jeder Seite Wasser habt, also direkt diese, diese theoretisch den Block hier immer in der Ecke dicht mitmachen, immer diese mit Wasser füllt und dann Slabs drauf legt, damit sich das, der ganze Pool dann immer mit Wasser auffüllt. In dem Fall mache ich es gerade einfach mal nicht so und tue einfach hier ein bisschen Wasser einfüllen. Warte mal kurz. Time set day. Und befülle hier kurz einfach Wasser rein aus Testzwecken, weil das sonst jetzt zu lange dauern würde. Da. Jetzt haben wir den ganzen Pool voller Wasser. Also wir können jetzt auch mal ein bisschen mehr hier reinmachen. Erstmal noch. Ne? Solange noch voll ist. Ist der ganze Pool voll. Und obwohl, warte mal ganz kurz. Ich möchte ganz kurz. Denn ich glaube, es reichte auch aus, wenn man. Ich sagte schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gebaut habe. Aber es reichte, glaube ich, auch schon aus, wenn man ihn so baut. Mit dem Wasserversorgung, theoretisch. Glaube ich zumindest. Wir probieren es gerade mal aus, kurz schnell. Ob das ausreicht. Und jetzt ist der große Moment gesehen, ob die Redstone-Leitung ausreicht. Und ja, jetzt habt ihr euren kleinen Pool. Jetzt könnt ihr auch wieder, zack, füllt sich alles auf. Perfekt, der ganze Pool füllt sich auch auf. Also wenn ihr nicht gerade an allen Seiten das machen wollt, zum Beispiel so ein Pool in der Ecke für so eine Sauna oder so, die ihr nachbaut, dann wäre so ein Pool mit zwei Seiten, das reicht auch schon aus. Aber in dem Fall müssen es halt wirklich zwei Seiten sein. Wäre es echt praktisch, dann könnt ihr den Pool wieder zumachen. Dann habt ihr hier eine Discofläche, ne? Und wir machen es wieder auf. Dann füllt sich das ganze Wasser wieder ein und zack, Pool voll. Bisschen hässlich gebaut von mir, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Und ja, wer sich nachbauen will, hier sind nochmal von der Seite kurz zu zeigen. Redstone, Peter, Fackeln, Block, Fackeln, Seiten, Fackel oben drauf, Block, Block, Dings, dann den gewünschten Block drauf und dann Wasser reinfüllen. Und schon seid ihr fertig. Pull zu, einfach weg und wieder auf. Ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man sowas bei sich ins Haus einbauen kann. Ansonsten würde ich sagen, Leute, könnt ihr mir auch gerne noch irgendwelche anderen Ideen habt, was ihr gerne wüsstet, was man mit Redstone macht und wie man das macht. Könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, mache ich gerne für euch. Und ansonsten bis zum nächsten Video, Leute, und ciao.